In diesem Video möchte ich nun einmal die Berechnung der Stromstärke IL mit Hilfe des Überlagerungsverfahrens zeigen. Das Überlagerungsverfahren funktioniert folgendermaßen, und zwar betrachtet man die Wirkung der einzelnen Spannungsquellen getrennt voneinander und addiert anschließend die Wirkung. Das heißt, beispielsweise geht man erstmal hin und sagt, okay, ich schaue erstmal nur mal an, welche Wirkung hat diese Spannungsquelle U1 und schließe alle anderen Spannungsquellen kurz und berechne den Strom IL, der nur durch die Spannungsquelle U1 hervorgerufen wird. Anschließend gehe ich hin, mache das gleiche mit U2, U3, U4 und U5 und bekomme dann quasi fünf verschiedene Ströme, die ich anschließend addieren kann. Jetzt kann ich in dieser Schaltung berücksichtigen, dass U1 und U2 beispielsweise in Reihe geschaltet sind. Diese beiden Spannungsquellen kann ich also addieren und brauche sie nicht getrennt zu betrachten. Okay, beginne ich einmal mit der Spannungsquelle U1 und U2. Wie gesagt, U1 und U2 sind in Reihe geschaltet, sodass ich einfach die Spannungsquellen addieren kann. Im ersten Schritt werde ich also nur U1, U2 betrachten. Im zweiten Schritt werde ich dann nur U3 betrachten. Und im dritten Schritt U4 und U5. Auch U4 und U5 sind in einem Zweig angeordnet, also in Reihe geschaltet. Hier zwar gegensinnig. Welche Auswirkungen das hat, sehen wir gleich. Sodass ich im Prinzip nur drei Fälle betrachten muss. Okay, schauen wir uns den ersten Fall mal an. U1 und U2. Wir betrachten also nur die Spannungsquelle U1 und U2. Alle anderen Spannungsquellen schließen wir kurz. Beispielsweise hier U3. Aber auch die Spannungsquellen U4 und U5 werden kurz geschlossen und werden jetzt in diesem einen Schritt nicht betrachtet. Sodass ich jetzt sehen kann, welche Auswirkung hat U1 und U2 auf meine Stromstärke IL, die gesucht wird. Gut, was ich relativ leicht sehen kann, dadurch, dass U3 kurz geschlossen ist, habe ich hier auch keine Spannung, sodass bei einem Spannungsumlauf direkt zu erkennen ist, dass hieraus keine Stromstärke IL erfolgt. Das heißt, IL für diesen einen Schritt ist gleich 0. Betrachte ich aber den zweiten Schritt, also welche Auswirkungen U3 hat, dann werde ich nur U3 betrachten, alle anderen Spannungsquellen schließe ich kurz und schau jetzt mal, wie groß jetzt IL ist in diesem Fall. Und zwar kann ich hier einen Spannungsumlauf machen. Ich fange hier oben an, also R mal IL ist die Spannung, die hier abfällt, gehe weiter, plus R mal IL und wenn ich hier wieder hochkomme, plus U3. Also ein Spannungsumlauf oder mit dem Uhrzeigersinn. Gut, wenn ich das nach IL auflöse, dann kommt daraus, IL ist gleich minus 7 Volt geteilt durch 200 Ohm gleich minus 35 Milliampere. Also hierzu musste ich diese Formel nach IL auflösen und die Werte entsprechend einsetzen. Im dritten Fall, jetzt betrachte ich U4 und U5 und alle anderen Spannungsquellen schließe ich kurz. Und jetzt betrachte ich wieder, welchen Anteil hat die Spannungsquelle U4 und U5 auf meine Stromstärke IL. Ich mache wieder den Spannungsumlauf und sage R mal IL plus U5. Plus R mal IL und jetzt minus U4, weil ich ja der Spannungsquelle entgegengehe. Und dann komme ich wieder oben an, ist gleich 0. Das Ganze nach IL aufgelöst. IL ist gleich U4 minus U5 geteilt durch 2R. Werte eingesetzt, minus 6 Volt geteilt durch 200 Ohm, gleich minus 30 mA. Das heißt, diese beiden Spannungsquellen haben eine Wirkung von minus 30 mA. Wenn ich mir jetzt die Gesamtwirkung ansehe, das heißt, ich möchte ja wissen, wie groß ist IL tatsächlich, dann muss ich die einzelnen Werte, die ich eben berechnet habe, addieren. Und zwar aus dem ersten Fall, wo ich nur U1 und U2 betrachtet habe, aus dem zweiten Fall, wo ich nur U3 betrachtet habe und aus dem dritten Fall, wo ich U4 und U5 betrachtet habe. Das war im ersten Fall, waren das 0.
Im zweiten Fall waren das minus 35 mA. Und im dritten Fall waren das minus 30 mA. Das heißt, der Strom IL, der fließt, beträgt minus 65 mA.